Auf eine enorme Resonanz ist die Einweihungsfeier der wiederaufgebauten Nepomuk-Kapelle auf Halbmeil auf der tschechischen Seite zwischen den Orten Breitenbrunn und Bocidar, ehemals Gottesgab, gestoßen. Wohl an die 600 Gäste aus nah und fern waren am 17. Mai zum Gottesdienst und der Festveranstaltung gekommen. Und damit wird auch das Ziel erreicht. Der Ort Mielow, halbe Meile, war, ist und wird auch bleiben ein Treffen, ein Ort der Freunde. Die ehemalige Siedlung Halbmeile erstreckte sich über die beiden Seiten der sächsisch-tschechischen Staatsgrenze. Heute ist der Weg bei Radfahrern, Wanderern und Skifahrern beliebt. Diese trafen bisher nur auf eine Tafel, die an die St. Nepomuk-Kapelle erinnerte. Durch ein deutsch-tschechisches Projekt und dem Fleiß vieler Enthusiasten konnte der Neubau realisiert werden. Ich habe es gerne gemacht, vor allen Dingen, weil ich große Unterstützung habe für die Gemeinden Bocidar, Breitenbrunn und vor allen Dingen auch für viele Jugendlichen, auch Nicht-Christen, die hier an dieser Kapelle mitgewerkt haben. Bei der feierlichen Eröffnung wurde auch die Liedpostkarte Es Klöckel mit unter anderem dem Enkel Anton Günthers in der Kapelle angebracht. Dann erklang das Lied, zu dem die alte Nepomuk-Kapelle in Halbmeil den erzgebirgischen Heimatdichter inspiriert haben soll. Im Anschluss wurde das kleine Gotteshaus feierlich geweiht.